Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 4 von unserem Projekt Vierbeiner auf dem Metin 2 Server Emerald. Henry ist der Name und in diesem kleinen Projekt ziehen wir unseren Lykaner, der ehemals auf der Map 2 sein Unwesen trieb, hoch bis auf Level 100 und er soll unser Nachfolger als Drachenfarmer werden. Unser Main der Waffensucher ist nämlich mittlerweile auf dem Champion Level, das heißt für den Drachenfarmen ist das ehrlich gesagt jetzt nicht mehr geeignet, denn Young Drop ist nicht mehr gegeben und das macht einen massiven Anteil an der Lukrativität des Drachen aus. Deswegen hätte ich da gerne einen Nachfolger und das wird unser kleiner Lykaner hier. Beziehungsweise mittlerweile nicht mehr ganz so klein, denn wie ihr hier sehen könnt, haben wir in der letzten Folge sogar schon einen ersten Drachenrun probiert und wir sind auch auf ungefähr 15.000 Schaden am Drachen gekommen, Schlagschaden, aber das hat leider immer noch lange nicht gereicht und es wäre streng genommen genug gewesen, wenn er irgendwann aufgehört hätte zu regenerieren. Das war aber nicht der Fall und deswegen haben wir nach 50 Minuten dann irgendwann klein beigeben müssen. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir aufgeben. Und als erstes hätte ich gerne unsere Drachenkrallen, die von dem Kollegen, der hier ehemalig auf dem Server war, Vierbeiner gesponsert sind. Deswegen auch das Projekt in seinem Namen. Da hätte ich jetzt gerne eine Elementarverzauberung drauf und das haben wir dann mit unserer Charmy gemacht. Die hat mittlerweile 2.500 Tapferkeitsmedaillen gesammelt. Der erste Versuch ist leider fehlgeschlagen, aber der zweite hat schon mal geklappt. Was haben wir drauf? Leider nur 1%. Da müssen wir auf jeden Fall jemanden finden, der uns das wieder runternimmt. Unsere Gilde ist leider erst auf Level 21, das heißt, wir können es nicht selbst machen. Aber dafür haben wir dann etwas anderes in Angriff genommen. Ich wollte mir nämlich für den Drachen eine 80er Rüstung machen. Eine 70er Rüstung plus 9, die wir schon haben, hochziehen auf Level 80 oder je nach Verbesserungsstufe sogar auf Level 84 bis 86, damit wir noch ein bisschen mehr Grundverteidigung haben. So, auf geht's zur Grotte, aber nicht rein, sondern erstmal nur davor. Ich hoffe, ich habe jetzt die Materialien nicht vergessen. Nein, 4 Krallen, 3 Schuppen. Hallo, jawohl, einmal bitte ins Tal. Und zwar gehen wir hier zu dem, ich glaube, Xiao Pyong ist es. Ich bin mir nie sicher, ob ich den Namen in meinem Leben schon mal richtig ausgesprochen habe. Aber der Kollege wird uns jetzt hier mit dieser Rüstung weiterhelfen. Und eigentlich, wenn wir die jetzt hier draufziehen, müsste er uns anbieten, genau, den Waldläuferpanzer. Bisschen mehr Verteidigung, TP-Regeneration noch als neuer Bonus dazu. Genauso viel Magie wie vorher. Und diese Rüstung habe ich mich jetzt zu entschlossen, dass wir die nehmen. Nicht die mit 10 Blitz und 1 KTP, 5 TP Absorb, sondern die mit 30 Angriffswert. Ich glaube nämlich, dass Verteidigung für uns weniger das Problem sein wird, sondern dass wir halt möglichst hohen Schaden haben wollen. Und wenn es hart auf hart kommt, dann können wir die andere halt immer noch appen. Aber der Lykaner soll wie gesagt erstmal auf Level 100 bleiben. Und deswegen machen wir uns jetzt hier eine 80er Rüstung, ziehen die noch auf plus 5, plus 6, irgendwie so haben wir nochmal 50, 60 Def mehr. Das wird uns auf jeden Fall gut weiterhelfen, denn Elementarverteidigung skaliert ja auch mit der Grundverteidigung. Der Gegenstand könnte beim Veredeln zerstört werden. Ich hoffe, das ist Fake News. Laut Metin 2 Wiki ist es eine Chance von 100%. Jawohl, da ist das gute Stück. Sieht plus 0 gar nicht so cool aus, auch wenn manche Leute diesen matten Look halt auch sogar feiern. Aber die wird auf jeden Fall noch auf plus 5, plus 6 gehen. Und dann haben wir hier nochmal eine Rüstung mit, ich hoffe, 204 bis 214 Grundverteidigung. So, und wir haben zum Glück noch jede Menge Schriftrollen des Drachen aus unseren Mondis. Erstmal geht die Rüstung aber auf plus 4 und dank Schriftrollen des Krieges ist das auch gar kein Problem. Und jedes Mal kriegen wir auch schön 10 Def mehr, bisschen mehr TP-Regeneration. Plus 1, plus 2, plus 3. Ah, und plus 4 brauchen wir schon Dämonenasche, okay. Stimmt, da war was. Aber plus 4 ist halt garantiert, das ist immer ganz cool. Und damit haben wir jetzt eine Rüstung mit 194 Def, also schon mal 50 Def mehr als unserer Nachtschattenpanzer. 16 TP Regeneration mehr ist halt auch ganz cool, weil die TP dann schneller regeneriert. Keinen weiteren Bewegungspenalty und genauso viel Magie-Def, also eigentlich nur positiv. Und dann schauen wir mal, Eiskugeln habe ich leider vor ein paar Tagen erst aussortiert, aber die kosten ja zum Glück nicht so viel. 2.080.000, auch wenn es nicht das günstigste ist, sollte reichen.
Hoffe nicht, dass wir jetzt hier 80 Eiskugeln auf den Kopf hauen. Entschuldigt übrigens die Unordnung, ich bin immer noch dabei aufzuräumen und alle Chars rumzugehen und alles zusammenzutragen. Schauen wir mal, ob wir jetzt dann hier mit einer Drachensäge direkt auf plus 5 gehen können. Nein. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen mehr Dämonenasche. Auch die habe ich leider verkauft. Aber gerade gab es ein paar günstige im Angebot. So, gucken wir mal. Plus 4 und plus 5. Okay, und jetzt brauchen wir Quarzsand. Auch wenn seit einem, ja, noch nicht allzu lange existierenden Update die Monster im Schlangenfeld und im Land der Riesen deutlich hochgeschraubt wurden von der Anzahl her und Quarzsand dadurch viel, viel günstiger geworden ist. Oh wow, der kostet ja nichts mehr. Früher haben die, glaube ich, 10 Millionen oder sowas das Stück gekostet. Das ist ja krass. Okay, da gönnen wir uns auf jeden Fall noch ein plus 6er Try. Gucken wir mal, ob das klappt. Jawohl, sehr nice. Okay, Waldläuferpanzer plus 6, 214 Def. Weiße Perle, magische Samen. Ah, ich glaube, die waren das teure. Gucken wir mal eben. Oh ja, 10 Mille das Stück. Also wenn ihr einen Low-Level-Farmer haben wollt, Level 90 oder so, nicht wisst wohin, könnt ihr auch in den Wald gehen und magische Samen farmen. Und 4 Stück, das heißt, das sind dann auf einmal dann schon mal 40 Mille. Wenn wir irgendwann nicht mehr wissen, wohin mit unserem Geld, können wir anfangen, glaube ich, die auf plus 7, plus 8, plus 9 zu ziehen. Aber plus 6 ist halt wirklich schon mal erstmal ordentliches Upgrade. 70 Grundverteidigung mehr, das ist auf jeden Fall ein massiver Sprung. Ich glaube, das sind fast 10% für unseren Lykaner. Das sollte erstmal reichen. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. So, und dann als nächstes, vielleicht machen wir einfach mal einen Versuch, denn, also hier ist zwar eine Klaue für 20 Mille, die kostet aber 18 Stunden. Die zu drehen lohnt schon fast nicht. Aber hier ist eine mit noch fast 4 Tagen für einen Won. Die hat zwar schon 5 dB, ich hätte aber gerne 10 und 20 Teufel ist beim Run mir, ehrlich gesagt, egal. Nehmen wir die mal mit und gucken mal, dass wir hier 10 dB reinkriegen. Und dann können wir vielleicht nochmal einen Test machen. So, dreh ich mal um. Genug Schabernack. Der Lykaner ist ausgestattet. Ich habe jetzt einfach die Blitzkursis rübergezogen. Halten wir einen Tag, 17 Stunden. Und außerdem die Fluchbringer-Klaue ist auch aus diesem Set. Sieht sogar ziemlich nice aus. Und dadurch haben wir jetzt auch nochmal einen Kursis-Set-Bonus von stark gegen Monster 5% und stark gegen Mädchensteine 3%. Sehr cool. Das wird uns auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ich habe Int-Equipment mit dabei. Wir haben hier eine 12-Inch-Schild. Wir haben eine Perlenhalskette ohne Perlen. Wir haben Himmelstränen-Ohrringe ohne Himmelstränen, aber das muss trotzdem erstmal reichen. Oh, aktuell gibt uns Purpurwolf-Seele ohne Int im Equipment 473 Angriffskraft und wenn wir das Int-Equipment reinschmeißen, 623, also 150 AW mehr. Müssen wir dann gucken, dass wir da ab und zu mal versuchen, das zu wechseln, wenn es überhaupt notwendig ist, denn ich habe jetzt wirklich alles rausgehauen. Ich habe mir einen Blutenhelm gekauft, ich habe mir einen Gifthelm gekauft, ich habe hier das Young-Equipment am Start. Wir haben hier eine Himmelstränenhalskette mit 8 Metin, 10 Crit, da habe ich Himmelstränen reingeballert, der Seelengürtel 9 am Start. Rotflammensteine jetzt noch nicht, die zwei Monster habe ich mir erstmal geschenkt. Aber Smuggies, da habe ich Smaragde reingeballert, Feuerschuhe plus 8, 40 AW. Hier habe ich jetzt auch für die 3 Crit keine Himmelstränen reingehauen, aber ansonsten unsere neue Rüstung, Waldläuferpanzer mit 30 AW ist am Start. Unser Jutes Schulterband, also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe auch 20 DB Taus mitgebracht, die hatte ich im 200er Stack für einen Won geschossen. Ich weiß nicht, ob jemand dachte, mit 3 Minuten sind die nichts wert, aber das ist halt wirklich gerade für die Hydra eigentlich optimal, aber ich möchte eigentlich mal gucken, ob wir hier mit Full DB, was da für einen Schaden bei rumkommt. 5er Energiekristall, 10 Crit Tau, 50 AW und dann nochmal DB und Crit Kampf. Da bin ich jetzt wirklich mal auf den Damage-Output gespannt. Und um halt wirklich komplett zu übertreiben, der Lolli hält noch 2 Tage, den wir kostenlos von der Gameforge bekommen haben durch dieses Event. Dazu habe ich jetzt noch einen Elementar-Kraftstein gekauft. Ich will diesen Drachen jetzt hier in 5 bis 10 Minuten wegklatschen. Und ich bin so zuversichtlich, dass das klappt, dass wir hier auch einen Kraftstein uns rangeholt haben. Die beiden Chars müssen jetzt erstmal aufladen. 5 gewundene Schlüssel haben
insgesamt die 10 Stück 14 Millionen gekostet. Und sollte das alles immer noch nicht reichen, haben wir nicht handelbare DGAs, die wir für den Start erstmal für den Lykaner nutzen können. Sind nicht handelbar, sind nicht lagerbar, das heißt nur der Lykaner kann die nutzen. Der Drache ist hier die logische Konsequenz, dass wir die hier reinballern. Aber wir schauen erstmal. Instanz wird erstellt. Betreten. Der Krieger geht vor, der Lykaner geht nach. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich habe auch versucht, auf alles zu achten diesmal. In letzter Zeit ja immer wieder mal was vergessen. Alchemie ist aufgeladen. Und der Krieger kommt dann gleich mal in die Mitte. Ah, halt. Da sehe ich was. Das fehlt in der Tat noch. Hier ist noch ein Blitztal. Hier plus 1. Für nochmal 1% Kraft der Blitze mehr. 4% Def mehr. 768 Def mit 100. Also 868. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben, müssten so 60 Blitzdev sein, 52 plus dann noch die Alchemie, 61, Energiekristall vielleicht noch ein bisschen. Jotnori-Geheimnisse für nochmal 10 Monster haben wir auch. Das sollte doch was werden. Kampf beginnen. Und jetzt bin ich gespannt. Wir fangen schon mal an zu hauen, hauen uns aber jetzt den Schaden hier mal um die Ohren. Ach ja, und Equipment sollte ich natürlich auch reinmachen. So, wir sind bei knapp 30k Metin. Die 50k waren, glaube ich, vom Monster. Das wäre sonst ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber ja. 30k Metin könnten ausreichen. Okay, voll, wir zünden voll. Drachengott Angriff, Verteidigung, Dev auch rein. 33k, 34k. Und wir schauen mal, wann der Drache das erste Mal Schaden nimmt. Ich habe mal gehört, wie man, ja, es gibt eine Taktik, wo man ein bisschen wartet. Nämlich jetzt. Ich habe ein Mädchen vergessen und das könnte sein, dass jetzt die Taktik dann schon wieder über den Haufen geworfen ist. Nämlich vom guten Arntor habe ich gelernt, dass es sein kann, dass der Drache im Prinzip seinen Regenerationsintervall dann startet, wenn er das erste Mal Schaden nimmt. Machen wir uns hier noch die Elixiere rein, damit ich das Potten nicht vergessen kann. Ja, wir sind bei 21k am Drachen. Wie viel Crit haben wir? Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft, glaube ich. 63% Crit, ja. Streng genommen mit der Shami, die hat auch so ungefähr mit HDDP jetzt so 25k. Also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Was haben wir an Angriffsspeed? 200, das reicht auch. Was ich nicht gemacht habe, ist jetzt Purpurwolfseele anzubuffen. Mit dem Int-Equipment, das machen wir als nächstes Mal. Zack, zack, zack. Oh, das leckt aber ganz schön dann, wenn man das so rummacht. So, wo stehen wir jetzt? Ah, macht gar nicht so den Unterschied. Ah, okay, wir haben das Schild auch nicht gewechselt. Aus irgendeinem Grund. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das hat jetzt irgendwie gar nicht so den Unterschied gemacht. So, dann würde ich den jetzt gerne bluten, bevor die nächsten Metinsteine kommen. Ich weiß nicht, warum er nicht sich bluten lassen will, aber gut. Gucken wir mal, ob es ohne klappt. Okay, aber wir sind bei 35k Metin. Aber wir müssen auf jeden Fall den Drachen beim nächsten Mal giften, bluten, sonst regeneriert er sich trotzdem fast wieder voll. Ja, ich glaube, er ist wieder voll. Okay, nee, nicht ganz. Aber trotzdem müssen wir ihm ein bisschen Gas geben. So, den Krieger einmal aufheben. Nicht vergessen, nicht, dass wir hier den Run schon verhauen, weil der raus teleportiert. Okay, aber ja, also 23k ist auf jeden Fall schon echt ordentlich. Ich pfeife mal aufs Anbuffen. Aber wir kriegen echt immer noch gut Stunts. Ah ja, okay, 21, 22. Ja, doch, macht so ungefähr 1000 Unterschied. Doch nicht zu unterschätzen. Ist auf jeden Fall stabiler Schaden, aber... Also mit einem Granat und einem Rubin wäre es natürlich noch extremer. Aber das Geld müssen wir erstmal zusammenkriegen.
So, aber wir sind jetzt... Oh, wir haben ihn fast auf der Hälfte. Das ist nice. So, können wir ihn jetzt mal bitte bluten? Okay, er ist geblutet. Sehr schön. Lass mich bitte raus. Helm wechseln. Und Hochmut und Einsamkeit. Man muss übrigens auch dazu sagen, dass der Servermeilenstein jetzt aktiv ist. Also gerade sind wirklich alle Sterne in einer Linie, kann man sagen. Haben wir hier noch was? Ja, Einsamkeit. Oh, aber er ist wieder gut regeneriert. Schade. Hilft nichts. Weiter geht's. Gucken wir mal, wie sich der Schaden gleich verändert, wenn wir auf 5 dB weniger gehen. So, Gift rausgehauen und die nächste Metinwelle sollte kommen. Da geht's los. Oh Mann, ich bin gespannt, ob das reicht. Also zwar, wenn 20k am Drachen nicht reichen, dann wird's wirklich schon echt nervig. Oh, und 5 dB merkt man wirklich gut, das ist krass. Jetzt sind wir noch bei 33k am Metin. Und 20 bis 21k am Drachen. Okay, wir haben kein Giften, kein Bluten mehr. Ich bin gespannt. Aber es laggt wirklich massiv, wenn man das Equipment hier wechselt, um sich anzubuffen. Krass. Aber es scheint es wirklich zu lohnen. Jetzt sind wir auf einmal wieder bei 23. Ja, das sind, glaube ich, 2k fast Schlagschaden mehr. Das sollten wir so beibehalten. So, wir sind bei 9 Minuten. Ich glaube, also in 10 Minuten wird das jetzt nichts. Und ich bin mal gespannt, wie die Regenerationsphasen ausfallen. Ob wir das hier dann trotzdem, trotz der Regeneration schaffen. Wir sind in der Death-Phase angekommen. 37 Sekunden, noch 30 bis zur nächsten Metin-Phase. Ist auch nicht 100% glatt gelaufen mit meinem Regenerationsintervall setzen. Also dadurch, dass ich den einen Metin übersehen habe, könnte sein, dass es jetzt dann vielleicht sogar daran scheitert. Aber wir schauen. Ja, er hat noch ein bisschen Leben. So, und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Regeneration sagt, wenn wir diese Welle besiegt haben. Einsamkeit erhöht die Regenerationsgeschwindigkeit, Hochmut die Menge, das heißt, die beiden Metins haben jetzt Vorrang. Einsamkeit, Einsamkeit, schade. Noch hat er gar nicht regeneriert. Minimal, okay. Das ist okay, sollten wir trotzdem schaffen, wenn das so bleibt. Wir müssen uns aber langsam beeilen. Zack, 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 aufsteigen. Okay, also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die 30 AW-Rüstung zu nehmen für den Waldläuferpanzer, denn 60 Blitzdev reichen auf jeden Fall voll aus. 60 Blitzdev zusammen mit knapp 900 Dev, ja, 62 Blitzdev. Und schauen wir mal, ob wir es jetzt in 12,5 Minuten schaffen. Aber das sieht doch ganz gut aus. 50 Sekunden. Wenn jetzt nicht hier Dauer gestunt wird, dann sollten wir das hinkriegen. Okay, er regeneriert. Ah, hoffentlich habe ich nicht zu früh gesprochen. Noch 20. Pfeifen wir auf das Young Equipment. Ne. Wenn schon, denn schon. Okay, und der Drache liegt. Aber ich glaube, das war keine Young-Bombe, wenn ich das richtig sehe. Und das könnte in der Tat daran liegen, dass wir gerade die Goldkiste haben. Die aus dem Itemshop, die gab es ja kostenlos. Ah doch, hier ist ein bisschen Knete. Ah, nice, okay. Also wir haben jetzt aufgehoben 2 Mille. Das heißt, wir haben bei 2 Mille gestartet. Erstmal den Drop sichern. Handschuh natürlich auch vergessen. Aber wir haben 5, 8 Truhen, ein Blutstein, eine Eisenkiste. Okay, Young Drop war auf jeden Fall dabei, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und das waren 36 Mille. 36 Mille und 8 Truhen.
mit Full Push dann doch endlich mal. Jetzt müssen wir irgendwie daran arbeiten, dass wir den nicht so hundertprozentig brauchen. Vielleicht irgendwie einen besseren Rubin, besseren Granat oder sowas. Die Waffen haben in der Tat noch Crap 6.7. Wir haben ja versucht, hier den Elementarverzauberung noch drauf zu knallen. 1% möchte ich wieder runternehmen lassen, damit wir da ordentlich Blitze drauf kriegen. 6.7. will ich noch Metin reindrehen, aber ja, kleine Segnung. Wachsen auch nicht auf Bäumen, deswegen mal schauen, wann wir da rankommen. Aber es geht, es ist machbar. Und ja, 36 Mille waren jetzt nicht die Welt, aber immerhin nicht leer ausgegangen. Sehr schön. 5, 6, 8, Krieger 2, jawohl. Geht doch. Und auch, obwohl es gar nicht so optimal lief, wir haben auch noch streng genommen nicht alles an Push genutzt, was man hätte nutzen können. Also Fische waren noch nicht dabei und so ganze Kram, aber wir wollen noch nicht übertreiben. Im Gegenteil wollen wir eher in die Richtung gehen, dass der Lykaner den solide farmen kann, ohne dass wir großartig Geld für Push ausgeben müssen. Ich denke da zum Beispiel an einen brillanten, vielleicht sogar exzellenten Granat. Rubin lassen wir es erstmal außen vor. Er hat ja einen mythischen matten Ring, ist ja nicht so, als hätte er keine Alchi, aber ich glaube mit einem Granat, mit nochmal mehr Kraft der Blitze und auch natürlich mit einem besseren Rubin, sähe das Ganze nochmal anders aus. Fakt ist aber, wir haben jetzt auf jeden Fall eine sehr lukrative Einnahmequelle und wir werden aber noch daran feilen, dass wir den Drachen auch safe in 7,5 Minuten legen können, wenn wir nicht Metins übersehen oder sowas und mit dem Giften und Bluten vernünftig arbeiten, dann ist das auf jeden Fall machbar. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass wir den hier in maximal 12,5 Minuten down kriegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es so ist, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und wie immer gilt, Anregungen, Wünsche, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Lasst mich gerne wissen, was ihr mit mitteilen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!